So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Morrowind. Ja, wir haben einen sehr langsamen Laufstil gerade. Genau. So. Nee, immer noch. So, jetzt aber. Wir sind, glaube ich... Oh, jetzt weiß ich, was ich machen wollte in der Zwischenfolge. Egal, wird auch so gehen. Ich wollte ja meine Taschen noch aufräumen. Egal. Habe ich gerade ein bisschen mehr Zeug in der Tasche. So. Denn wir haben hier im Tempel ja noch etwas abzugeben. Oder nee, warte. Er hatte nämlich jetzt keine Aufgaben mehr für uns, ne? Genau. Das heißt, es ist ein Segen für mich, euch. Das war's. Ah, Nase juck. Und zwar der nächste Tempel kommt. Moment, aber zuerst einmal Taschen ausleeren. Ganze Gedöns hier loswerden. So. Den Pfad des Pilgers brauchen wir jetzt endlich nicht mehr. Was haben wir hier noch? Ah ja, eben Erzschwert. Okay, ist zu groß. Zu groß. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich anbehalten. So, jetzt aber. Ist zu groß. Ist gut. So, jetzt aber. Was hatten wir das hier? Der tadelnde Kyros. Aha. Das passiert, wenn man mal einfach zwischendurch nicht ganz aufpasst, was man eigentlich getan hat. So. Das schaut doch schon viel, viel besser aus. Kommt auch hier rüber. Sag mal, heute hat es meine Nase aber wirklich. So. Bisschen Krimskrams-Zeug noch. Sonstiges. Das können wir gebrauchen. Gebrauchen. Nicht gebrauchen. Nicht gebrauchen. Maus. Auch schön. Ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht zu leise. Ich habe jetzt das Mikrofon ein bisschen umgestellt mal wieder. Okay, für Lebensenergie. Lebensenergie brauchen wir. Ist zu groß. Okay, dann kommt das da unten rein. Ja, hier passt es noch rein. Sehr gut. Was ist denn gerade mit der Maus los? Die hat so ganz komische Schlenker drin. Moment. Verzeihung für das Rumgewackel gerade. Aber, oh. Es lag nicht an der Maus. Es liegt vielleicht daran, dass mein Mauspad voll ist mit Katzenhaaren. Das ist, besser. So. Wieder zwei Kerzen. So. Wir haben noch ein Buch in der Tasche. Ups. Das habe ich gerade übersehen. Ja. Geisterdädra brauchen wir auch nicht mehr. Komm, passt du hier rein? Ja, passt hier rein. Passt. Perfekt. Kann man hier noch eine Flasche draufstellen. Schön, ne? So. Jetzt haben wir aber die Taschen wieder sauber, ne? Ja. Hatte ich denn meine Sachen auch repariert, so ganz brav? Ja, daran habe ich sogar gedacht. Sehr gut. Können wir hier wieder anmachen. Zup. So, dann speichern wir nochmal richtig ab. Wenn wir schon gerade dabei sind. Und dann... So, jetzt müssen wir nur schauen, in welche Richtung. Denn ich glaube, wir können ja die Ghost Gate Sachen jetzt machen. Glaube ich. Ich weiß, dass ich mir zwischenzeitlich mal einen Spickzettel hier irgendwo hingeschrieben habe, der aber, ich glaube, inzwischen einfach mal wieder weg ist. Na gut. Nee. Fällt alles Mögliche entgegen, aber nicht das, was ich brauche. Egal. Dann marschieren wir jetzt einfach mal Richtung Ghost Gate. Zur schönen Geisterpforte. Ich hätte gerne gerade schöneres Wetter, bitte. So ein bisschen weniger sandig und weniger pestig. Sehr schön. Ach ja, so. Einmal speichern.
So. Wollen wir mal schauen. Genau, hier ist die Festung. An der dappeln wir jetzt mal vorbei. Sobald wir sie sehen. Du Schande. Also das Wetter ist jetzt gerade echt ein bisschen Hoseninhalt. Ja, nur wenn wir jetzt rasten, dann haben wir auf jeden Fall irgendwie irgendeinen Scheiß an der Backe. Wie machen wir das jetzt am besten? Komm. Rasten wir bis Gehalt. Das dürfte einer. Das ist aber noch nicht wirklich. Warum genau hatten wir jetzt keinen Mana mehr? Es wird irgendwie nicht besser gerade. Okay. Es sei uns vergönnt, wir werden wohl kein gutes Wetter kriegen. Das ist sehr schade. Ich hatte jetzt gehofft, manchmal geht es, dass man, wenn man einfach ein paar Mal rastet, dass das Wetter dann schöner wird. Aber irgendwie will es nicht heute. Müssen wir halt durch Schlechtwetter. Au. So. Blödes Vieh. Das müssen wir jetzt nur wirklich nochmal mitnehmen. So. Das gibt's ja nicht. Komm, kusch dich, Viech. Brauch keins von euch. So. Bei dir kann man zumindest mal die Haut mitnehmen. Das gibt's ja nicht. So. Sehr windig. Oh. Das wievielte war es jetzt? Das vierte? Fünfte? Diese Fliegeviecher sind echt ätzend. Und im Hintergrund das Schafäquivalent. So. Das Wetter wird wirklich nicht besser. Das ist sehr schade. Wobei, bei welchem Tag sind wir? Oh, ihr könnt nicht resten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ja, ja, ist gut. Au. Blödes Vieh. Darf ich jetzt schauen? Nein. Ist gut. Au. Darf ich jetzt schauen? Nein. Okay. Wo auch immer jetzt noch ein Feind in der Nähe sein soll. Ich höre und sehe keinen. Aber gut. Nicht mal die Musik lässt erahnen, ob da irgendwas ist. Na gut. So, wir haben es fast geschafft. Wir müssen nur noch rein. Oh, Gott sei Dank. Ups, in die Richtung müssen wir. Wir müssen in die Mitte. Hoch zum Tempel. Jupp. Was ist das mit den Aufgaben? Ich weiß nicht, wo ich eure Aufmerksamkeit ehrt. Aufgaben. Der geächtete Aschländer Ashantus Hansa ist erkrankt. Der Tempel versucht niemanden zu bekehren, aber wir tun gute Werke. Ashantus ist ein kranker Aschländer im Lager der geächteten Aschländer Ahinanapal, das unmittelbar südlich der Geisterpforte liegt. Findet ihn und heilt ihn hier. Vielleicht müsst ihr ihn erst beruhigen. Denn geächtete Aschländer verhalten sich Fremden gegenüber oft aggressiv. Okay. Das Feuer zu dem Ganzen haben wir ja schon gesehen. Speichern wir nochmal da oben. Um Gottes Willen. Da. Au, na jetzt aber. So. Ja, Sir.
Hallo, Asantus. Geht, ich bin krank. Ich brauche eure Hilfe nicht. Überzeugen, bewundern? Überzeugen, bewundern. So. Ich brauche eure Hilfe nicht. Er ist einfach nur erkrankt, oder? Ich heile ihn einfach. Oh Gott, wie ging das denn nochmal? Müssen wir den richtigen Zauber erstmal wieder suchen. Dupdi-dupdi-du. Der müsste der richtige sein. Ja, auf Berührung heilen. Gut. Gleich zwei, du willst mich doch vergackeiern. So. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt Mana wiederherstellen. Oder Magie. Mana, Mana. Di, 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 di. Mana, Mana. Di, di, di. Ich danke euch. Na also. War das jetzt so schlimm, Junge? Okay, gut. Beseitigen wir mal den Klippenläufer. Danke, dass ihr mich geheilt habt, ne? Also, das... Man muss einfach machen, statt einfach... Na gut, egal. Einmal speichern. Wieso sind wir eigentlich so lahm? Na, nix, was uns irgendwie langsamer macht. Na gut. Vielleicht bilde ich es mir auch ein, dass wir langsam sind. Das kann natürlich auch sein. So. Schön wieder ins nicht ganz so bescheidene Wetter. Darin ist immer noch schöner, vor allem ohne Fenster. Eure Bekanntschaft zu machen. Asantus ist also geheilt. Gute Arbeit. Nehmt diese Tränke für den Fall, dass ihr euch angesteckt habt. Nur danke. Aufgabe. Ich brauche jemanden, der den Eremiten Sendas Satis Essen und Trinken bringt. Bringt dieses Essen und Trinken zu Sendas. Er ist ein Eremit, der auf der Insel Shuran zwischen Sheogorath und Vardenfell lebt. Nehmt ein Boot nach Dagonfell und geht dann in Richtung Roteran. Shuran befindet sich westlich von Roteran. Ich werde die Festung auf eurer Karte markieren. Willkommen. Ihr seid hier fast zu einer Legende geworden. Bitte sprecht. Haar im Auge, auch schön. So. Roteran, da. Ja, da waren wir auf jeden Fall schon. Zwischen Sheogorath und Vardenfell, das heißt hier irgendwo auf einer der Inseln. Müsste der leben, das heißt, ja, es ist tatsächlich mit Vardenfell am angenehmsten. Mit Vardenfell, mit Dagonfell meine ich. Das heißt, wir nehmen einmal die Rückkehr. Das geht schneller. Dann schlafen wir einmal kurz in unserem total leeren Bett. So. Dann können wir unsere Sachen vielleicht kurz mal reparieren. Reparatur. Hier, so. Na gut. Nur die Waffe was abbekommen. Auch schön. Und dann mit dem Boot nach Dagonfell. Das heißt eigentlich, wir müssten über Satrid Mora. So. Einmal hier. Jojo. Dann sei du mal gesegnet. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Naja, wenn es eine Ehre ist. So. Satrid Mora, da. Ihr seid in guter Gesellschaft. Ich heiße. Du
Dupdi-dupdi-dupdi-du. Dupdi-dupdi-dupdi-du. So. Okay, wir tun uns hier inzwischen tatsächlich nicht mehr weh, wenn wir hier runterlaufen. Das ist zumindest etwas. So. Ich heiße euch herzlich willkommen. Vielen Dank. Dupdi-dupdi-du. So, nochmal speichern. Und dann ein Dagon-Fell und dann müssen wir nach unten doppeln. Moment, ich schau nochmal. Die Insel liegt westlich von Roteran. Das heißt, eine von den beiden Inseln, wobei ich glaube eher die Insel dürfte das sein. Wollen wir mal schauen. Jetzt müssen wir erstmal hindoppeln. Also... So. Yay, wir haben Satret Mora erreicht. Wundervoll. So. Wir haben es fast geschafft. Hallo, Moment, ich speichere vor. Möchtet ihr die Sehenswürdigkeiten sehen? Ja. Wo darf ich euch hinführen? Nach Dagon-Fell. So. Jetzt müsste ich nach Roteran runterdoppeln. Geht am einfachsten, glaube ich, hier lang war das. Und so rechts rüber. An dem Türmchen da vorbei. So. Genau, hier war nämlich ein Weg. Wusste ich's doch. Ja, wir speichern nochmal. So. Oh. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Dupdi-du. Ja. Batsch. Eine kleine Matscheratte. So, das kann man eigentlich gleich draußen lassen. So. Wir müssen westlich von dem Ding da. Wenn man nie ohne Jaife weichen, da ist die Insel. Ja. So. Aber jetzt müssen wir erstmal Roteran finden. Beziehungsweise Android aufsuchen. Oh. Alle Batsch gemacht. So. Speichern. Na gut, ein bisschen haben wir noch vom Weg. So. Hallo Katerchen. Augenwinkel gerade gemerkt, dass er angedappelt kommt. So. Ich glaube, in die Richtung war korrekter, ne? Ja. Oh, was greift mich jetzt schon wieder an? Was frage ich eigentlich so blöd? Sowieso wieder ein Klippenläufer. Oh Gott, sind die Viecher ätzend. Vielleicht auch einfach nur ein bisschen liebesbedürftig. Das kann natürlich auch sein. So. Ach, au. Blödes Drecksvieh. So. Und pestkrank ist er auch noch, schön. So, einmal speichern. Hallo, Kater. Ja.
Schön, wenn man vom Bildschirm nur noch die obere Hälfte sieht, weil der Kater gerade vor einem rumdappelt und wieder weggeht. Wollte nur einmal kurz Hallo sagen. So, Batsch. Was du kannst, kann ich auch, nur besser. So. Jo. Und wir haben es geschafft. Ja. Oder so. Ah, wir hören uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt auch inklusive Belagerung durch einen Kater, der unbedingt mitspielen möchte. So. Hässe bitte. Ah, hallo. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, Fremdländer. Ich bin Sendus. Wie kann ich euch helfen? Kater? Was wird das, Schnucki? Ihr seid hier, um mir Essen und Trinken zu bringen. Ah, schon wieder Quammereier. Nun, ich sollte dankbar sein, dass der Tempel einem alten Einsiedler wie mich unterstützt. Ja. Okay. Wenn du was anderes willst, dann geh jagen. Viehzeugs gibt's hier eindeutig genug. Ja. Und schon sind wir wieder zurück. Ich würde sagen, den Auftrag abgeben tun wir dann in der nächsten Folge.